Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Glorreichster Fürst der himmlischen Heerscharen, heiliger Erzengel Michael, verteidige uns im Kampfe gegen die Fürsten und Gewalten, gegen die Weltherrscher dieser Finsternis, gegen die bösen Geister unter dem Himmel. Komm den Menschen zu Hilfe, die Gott nach seinem Ebenbild erschaffen und aus der Tyrannei des Teufels um einen hohen Preis erkauft hat. Dich verehrt die heilige Kirche als ihren Schutzherrn. Dir hat der Herr die Seelen der Erlösten übergeben, damit du sie an den Ort der himmlischen Seligkeit führest. Bitte den Gott des Friedens, dass er Satan unter unseren Füßen vernichte, damit er nicht mehr imstande ist, die Menschen gefangen zu halten und der Kirche zu schaden. Bring unsere Gebete vor das Angesicht des Allerhöchsten, damit er uns mit seinem vielfältigen Erbarmen schnell zuvorkomme und ergreife den Drachen, die alte Schlange, das heißt den Teufel und Satan, und stürze ihn gefesselt in den Abgrund der Hölle, damit er die Völker nicht weiter verführe. Im Namen Jesu Christi, unseres Gottes und Herrn, und durch die Fürsprache der unbefleckten Jungfrau und Gottesmutter Maria, des heiligen Erzengels Michael, der heiligen Apostel Petrus und Paulus und aller Heiliger, gehen wir voll Zuversicht daran, die arglistigen teuflischen Angriffe abzuwehren. Gott erhebt sich, da zerstieben seine Feinde, seine Gegner fliehen vor ihm. Wie flüchtiger Rauch verweht, wie Wachs vor dem Feuer zerfließt, so vergehen die Frevler vor Gottes Antlitz. Seht das Kreuz des Herrn, flieht ihr feindlichen Mächte. Gesiegt hat der Löwe aus dem Stamm Juda, der Spross Davids. Deine Barmherzigkeit sei über uns, Herr, je nachdem wir auf dich gehofft haben. Im Namen und in der Kraft unseres Herrn Jesu Christi beschwören wir dich, jeglicher unreine Geist, jegliche satanische Macht, jegliche feindliche Sturmschar der Hölle, jegliche teuflische Legion, Horde und Bande. Ihr werdet ausgerissen und hinausgetrieben aus der Kirche Gottes, von den Seelen, die nach Gottes Ebenbild erschaffen und durch das kostbare Blut des göttlichen Lammes erlöst wurden. Wage es nicht länger, hinterlistige Schlange, das Menschengeschlecht zu täuschen, die Kirche Gottes zu verfolgen und die Auserwählten Gottes zu schütteln und zu sieben wie Weizen. Dir gebietet Gott der Allerhöchste, dem du in deinem großen Hochmut noch immer gleichgestellt sein willst. Er, der will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Dir gebietet Gott Vater, dir gebietet Gott Sohn, dir gebietet Gott der Heilige Geist.
Dir gebietet Christus das ewige Wort Gottes, das Fleisch geworden ist. Er, der zur Rettung des wegen deines Neides verloren gegangenen Geschlechtes sich selbst erniedrigt hat, gehorsam bis zum Tod, der seine Kirche auf festen Fels gebaut und ihr verheißen hat, dass die Pforten der Hölle sie nicht überwältigen werden, weil er selbst bei ihr bleibt, alle Tage bis zum Ende der Welt. Dir gebietet das heilige Zeichen des Kreuzes und die Kraft aller Geheimnisse des christlichen Glaubens. Dir gebietet die glorreiche Jungfrau und Gottesmutter Maria, die vom ersten Augenblick ihrer unbefleckten Empfängnis an dein über alle Maßen stolzes Haupt in ihrer Demut zertreten hat. Dir gebietet der Glaube der heiligen Apostel Petrus und Paulus und der übrigen Apostel. Dir gebietet das Blut der Märtyrer, wie auch die fromme Fürsprache aller heiligen Männer und Frauen. Wir beschwören dich also, verfluchter Drache, und alle teuflischen Legionen durch Gott, den Lebendigen, durch Gott, den Wahrhaftigen, durch Gott, den Heiligen, durch Gott, der die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen eingeborenen Sohn dahingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Höre auf, die menschlichen Wesen zu täuschen und ihnen das Gift der ewigen Verderbnis einzuträufeln. Lass ab, der Kirche zu schaden und ihrer Freiheit Fesseln anzulegen. Weiche, Satan, Erfinder und Lehrmeister jeglicher Falschheit, Feind des menschlichen Heils. Mach Platz für Christus, indem du nichts von deinen Werken gefunden hast. Mach Platz für die eine heilige, katholische und apostolische Kirche, die Christus selbst mit seinem Blut erkauft hat. Beuge dich demütig unter die mächtige Hand Gottes. Zittere und ergreife die Flucht, während wir den heiligen und schrecklichen Namen Jesu anrufen, vor dem die Hölle bebt, dem die Mächte der Himmel und die Gewalten der Herrschaften untergeben sind, den die Cherubim und Seraphim unaufhörlich preisen, mit den Worten: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Gott der Heerscharen. Herr, erhöre mein Gebet und lass mein Rufen zu dir kommen. Der Herr sei mit euch und mit dem Heiligen Geiste, der in allen zu Priestern Geweihten gegenwärtig ist. Lasset uns beten. Gott des Himmels, Gott der Erde, Gott der Engel, Gott der Erzengel, Gott der Patriarchen, Gott der Propheten, Gott der Apostel, Gott der Märtyrer, Gott der Bekenner, Gott der Jungfrauen, Gott, der du die Macht hast, das Leben nach dem Tod zu geben, die Ruhe nach der Arbeit. Denn außer dir gibt es keinen Gott und es kann keinen geben außer dir. Schöpfer alles Sichtbaren und Unsichtbaren, dessen Reich kein Ende haben wird. Demütig flehen wir deine erhabene Majestät an.
Befreie uns mit deiner Macht von aller Gewalt, List, Täuschung und Bosheit der verruchten höllischen Geister und bewahre uns mit deiner Gnade unversehrt durch Christus, unseren Herrn. Amen. Herr, befreie uns von den Nachstellungen des Teufels, dass du deiner Kirche die Sicherheit und Freiheit geben wollest, dir zu dienen. Wir bitten dich, erhöre uns. Dass du die Feinde der heiligen Kirche demütigen wollest, wir bitten dich, erhöre uns. Es segne sie der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.